Tatjana Erl und Sönke Rotenberger, Deutschland. Sönke, du hast eine Kür in der Kür geritten. Eine Kür in der Kür? Ja, du hast deine Anhänger verblüfft. Du hast von den Zweierwechseln direkt in die Einerwechsel gesprungen und das habt ihr davor gar nicht geübt. Das habe ich davor nicht geübt, aber es war schon geplant. Also ich hoffe, es sah auch so aus. Also es war, du solltest öfter Dinge tun, die du nicht übst und einfach planst. Ja, genau. Aber also erstmal lag der Fokus um die Zweier- und die Einerwechselfehler frei. Und dann dachte ich, jetzt muss ich auch mal ein bisschen was riskieren. Jetzt hau drauf. Und jetzt probieren wir mal was ganz Schwieriges. Und dann du kriegst ja sicherlich auch mit, was so um dich herum passiert. Wenn der Franziskus so gut gegangen ist, motiviert dich das dann mehr, um nochmal ein Schüppchen draufzulegen? Das war vielleicht auch ein Grund zu sagen, ich gehe heute richtig Risiko, ich will hier gewinnen. Ja, natürlich ist es so, dass mein Pferd jetzt seinen zweiten Grand Prix gestern in sein Leben gegangen ist. Das war jetzt seine dritte oder vierte Prüfung mit Pferdpassage. Und von daher wollte ich natürlich schon ein bisschen was probieren und auch zeigen, was er kann. Aber ob wir jetzt ganz vorne mitmischen können, weiß ich noch nicht. Ich hoffe natürlich, drücke die Daumen, dass es den Richtern gefallen hat. Aber mal schauen. Also er hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ich bin richtig zufrieden, dass er das so gemeistert hat in so kurzer Zeit. Ein Wort noch. Euer Jahr hat ja alles andere als gut angefangen mit einem schrecklichen Ereignis bei euch. Ist das alles wieder so weit, es geht in Ordnung? Erst so den Kopf da auch wieder freikriegen können? Der Brand bei euch? Ja, na gut, das ist etwas, was mich täglich beschäftigt und natürlich etwas, was man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht. Und ja, ich bin einfach nur froh, dass ich heute auch mit Santiano zum Beispiel hier sein kann, weil ich jetzt nach diesem Erlebnis halt weiß, dass es nicht selbstverständlich ist und ich bin einfach froh, dass wir hier an den Start gehen konnten und dann auch noch so eine Runde hinlegen konnten. Dankeschön, dass ihr hier wart und viel Erfolg mit Cosmo nächste Woche. Und wir haben für Santiano Erl und Sönke Rotenberger das Ergebnis. Bei E 78,925%. Bei H 82,125%. Bei C 80,6%. Bei M 80,075%. Und bei B 78,475%. Total 80,04%. Der zweite Platz. Momentan für Sönke Rotenberger und Santiano Erl. Und auch Sie, meine Damen und Herren, Sie sind wirklich, wie alle unsere Reiter bestätigt haben, ein irres Publikum. Auch Sie haben die beiden auf dem zweiten Platz. Sie waren ein bisschen kritischer. Sie vergaben 76,905%. Und da es gerade noch einen Moment dauert, sehe ich, Anja kommt gerade erst den Berg hoch, möchte ich Sie bitten, meine Damen und Herren, der Mann, der die Musik heute macht, Günther Alberding, der hat Geburtstag, nur noch wenige Minuten. Herzlichen Glückwunsch, lieber Günther. Danke.